Hallo, hey, ihr hübschen Menschen. Einen wunderschönen guten Tag und als erstes mal zu einem Thema, von dem ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Das aber eine interessante Wendung nimmt. Vielleicht. Es geht um die brutale Arschloch-Aktion, bei der ein Unbekannter eine junge Dame hier in Berlin auf einer U-Bahn-Treppe in den Rücken getreten hat. Wenn schon scheiße, dann so richtig scheiße und feige, sodass du der ganzen Welt beweist, dass du so einen Pimmel hast. Und bei der die Polizei nun seit geraumer Zeit endlich öffentlich fahndet. Das hat ja erstmal eine riesige Diskussion ausgelöst, warum man sowas nicht früher macht. Und natürlich muss man sich vorher mit dem Opfer auseinandersetzen, ob es das möchte, ob es diese Bilder psychisch erträgt. Ich für meinen Fall allerdings denke, das wird viel zu wenig, viel zu selten gemacht. Praktisches Beispiel. Beispiel, mir wurde vor einigen Jahren der Kiefer doppelt gebrochen, als jemand hinterrücks von hinten angerannt kam und auf mich einen schlug, ist dumm gelaufen. Aber deswegen weiß ich, wie das so mit Körperverletzungen in Deutschland ist. Wenn man das zur Anzeige bringt, ist passiert nix. Also wirklich nada, nothing. Deshalb also, wenn man schon die Möglichkeit hat zu fragen, gibt es Aufnahmen davon, kann man damit suchen, kann man damit Druck auf die Täter ausüben, sodass diese sich alltäglich jederzeit beobachtet fühlen und völlig paranoid werden, dann sollte man das meiner Meinung nach tun. Wie seht ihr das? Im Fall dieses dreckigen Berliner U-Bahn-Treppentreters, wie er ja immer genannt wird, warum gibt man den Leuten eigentlich immer so bekloppte Schurkennamen? Es ist so Batman auf der Jagd nach dem U-Bahn-Treppentreter. Tja, in diesem Fall schaltet sich jetzt der Berliner Kultperson Personenschützer Michael Kur ein. Der hat eine eigene Security- und Bodyguard-Firma und macht sich auf Facebook Luft. Dort schreibt er nämlich, dass er ein 2000 Euro Kopfgeld aussetzt für den Namen und die Adresse dieses Bastards. Zitat. Beides soll man an seine Firma mailen und dann wird sich um den Rest wohl schon gekümmert. Was das wohl heißen mag. Ja, dann gäbe es wahrscheinlich volles Pfund aufs Maul. Aber das wäre ja Lynch oder Selbstjustiz und das darf man ja nicht machen. Ist in dem Fall allerdings nicht mein Problem, deshalb sage ich mal volles Pfund aufs Maul. Tja, aber wie seht ihr das? Eure Meinung dazu gerne mal in die Comments, lasst uns darüber mal quatschen. Ich bin gespannt, was ihr meint. Wir bleiben noch kurz beim Thema Selbstjustiz und wir bleiben auch hier in Berlin mit der Geschichte. Sämtliche Zusammenhänge sind natürlich reiner Zufall. Glaube ich. Auf einem dieser unglaublich grausig hässlichen Weihnachtsmärkte hier in Berlin haben zwei Jugendliche, männlich, eine weitere Jugendliche, weiblich, also haben quasi zwei Jungs ein Mädchen belästigt, sie dabei festgehalten und immer wieder unsittlich berührt. Wenn es Erwachsene wären, würde man von sexueller Belästigung sprechen, Punkt. Nach etlichen Provokationen hat dann der Vater des Mädchens einem der Jungen ins Gesicht geschlagen. Tja, nun sind die Jugendlichen wegen Beleidigung und Belästigung mit sexuellem Hintergrund dran. Was bei Jugendstrafrecht wahrscheinlich so geh 3 Tage Müll aufsammeln im Park. Und der Vater natürlich wegen Körperverletzung. Da fragt man sich natürlich, hat der Drecksbengel die Schelle verdient? Ja, hat er. Darf der Vater das? Nee, darf er eben nicht. Das ist ja das Problem mit der Selbstjustiz, ne? Aber wie seht ihr das? Hätten zum Beispiel die Eltern des Bengels auf eine Anzeige verzichten sollen? Oder sagt ihr nein, da wird von staatlicher Seite völlig korrekt gehandelt, dem Vater darf in der Situation die Hand nicht ausrutschen. Wobei ich mir denke, gut, nun habe ich keine Tochter, aber zwei kleine Nichten. Hypothetischer Fall, würden die belästigt werden? Mit sexuellem Hintergrund. Entschuldigung, ich glaube nicht, dass ich warte, bis hier mal binnen 20 Minuten die Polizei eintrifft. Der Rest ist Kopfsache. Aber wie seht ihr das? Kopfsache, weil... Was? Nein. Und auch in dieser Lenews-Folge begrüße ich meinen Lieblings-Lenews-Folgen-Gast seit Wochen. Donald Trump. Yay! Der US-Geheimdienst, die CIA, die Criminal Intelligence Agency, ist nun zum Schluss gekommen, dass russische Hacker gezielt in die US-Präsidentenwahl eingegriffen hätten und diese auch noch zugunsten Trumps manipuliert haben sollen. Obama, noch ist er ja Präsident und noch hatte er das Sagen, fordert nun, dass diesen Gerüchten, diesen Hinweisen, diesen Anschuldigungen sofort nachgegangen wird und dass Beweise vorgelegt werden müssen. Trump selbst hingegen findet diese Anschuldigungen völlig lächerlich. Und Sicherheitsexperten weltweit gehen davon aus, dass gar nicht unbedingt zugunsten Trump manipuliert werden sollte, sondern dass nur überhaupt manipuliert werden sollte, um das Vertrauen in dieses US-Wahlsystem zu untergraben oder zu erschüttern oder zu vernichten. So US-Wahlsystem ist aber auch zugegeben mega bescheuert, dem vertraue ich schon seit Ewigen. Ich für meinen Teil jedoch als absoluter, ausgewiesener Experte für US-Wahlkampf-Manipulationsaffären und Salami-Stullen-Schmierseminare behaupte nun, der Grund dafür liegt ganz woanders. Klar, der Grund mögen Hacker sein, aber sicherlich keine regierungsaffinen Hacker, nein. Es waren vielmehr ein paar besoffene 4chan-Trolls aus Russland, die eines Abends gedacht haben, lol, weißt du, was voll geil wäre? Lass mal den Trump zum Präsident machen. Ja, lol.
Gute Idee, gib ihm. Ja, Freunde, das Internet ist ein gefährlicher Ort und wir sehen ja, jetzt haben wir den Salat. Natürlich wird die CIA es niemals zugeben, aber wenn ich am Donnerstag nicht wieder ein Video hochlade, wurde ich festgenommen, weil ich zu viel weiß. Und weil ich die besten Salamis durchschmiere. Tja, Freunde, neben all dem unangenehmen What the fuck in dieser Welt gibt es ja auch noch die schönen, die tollen, die richtig guten Nachrichten. In Schweden, ja, wo auch sonst, ich habe sowieso das Gefühl, Schweden sind irgendwie bessere Menschen, aber in Schweden bauen Unbekannte über Nacht in totalen Cameo-Aktionen ganz viele kleine Lädchen und Kaffeechen für Mäuse. Und das ist das Niedlichste, was die Welt seit 194 Jahren gesehen hat. Glaube ich, bestimmt. Und nix und, das war's auch schon, ich feiere die Aktion einfach total. Muss ja auch mal sein. Falls ihr noch mehr von meinen Videos feiern wollt, lasst es mich wissen. Lasst einen Daumen nach oben da. Jedes Like hilft mir sehr. Vielen lieben Dank. Teilt das Video. Bindet es eurer Katze an den Schwanz. Oder widmet es einem Mäusekino, sodass es noch mehr Leute sehen. Oder zieht euch meinen Zweitkanal rein. Flip Floyd. Link dazu in der Videobeschreibung. Oder natürlich unseren Gaming-Channel. Da gibt es morgen wieder ein Video. Und Donnerstag Video. Und Samstag ein Video. Und überhaupt ganz viele Videos. Bis dahin. The Floyd Army. Es war mir eine Riesenehre, ein Video für Sie gemacht zu haben. Macht's nicht gut. Macht's besser. Community High Five in 3, 2, 1, BAM!